Holmes konnte der Polizei entkommen. Er hat mich von Anfang an getäuscht. Ich will gar nicht daran denken, dass ich indirekt an seinen Verbrechen beteiligt war. Wow. Keine Ahnung, wann Watson Zeit hatte, die Wohnung wieder aufzuräumen. Die war nämlich für die, die nachgezogen oder Nachzügler jetzt sind im Let's Play, durchwühlt worden von der Polizei und eigentlich sehr, sehr durcheinander. Tja, was machen wir jetzt? Vielleicht schlafen gehen. Ja, oder auch nicht schlafen gehen. Ich habe es ja gewusst. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich glaube weiterhin, dass Holmes nicht Holmes ist. Ich glaube, hier geht irgendetwas sehr Verdächtiges von sich. Diese verflixte Tür lässt sich nicht weiter öffnen. Die Polizei hat solch ein heilloses Durcheinander angerichtet, dass etwas heruntergefallen ist oder eingeklemmt wurde. Ist dem so? Da haben wir Unterlagen. Ja, ist mir egal, ob ich schnell mich bewegen kann mit den Charakteren. Holmes Pfeife. Sie ist zerbrochen. Ist mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Reporter. Letzte Meldung. Sherlock Holmes für den Mord an Inspektor Baines von Scotland Yard gesucht. Der hochrangige Scotland Yard-Mitarbeiter Inspektor Baines wurde gestern bei einer Razzia in einer Wassermühle außerhalb von London von dem berühmten Detektiv Sherlock Holmes kaltblütig ermordet. In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass Mr. Holmes als Hauptverdächtiger des Bombenattentats gilt, bei dem Sir Beckett, Richter am High Court of Justice, ums Leben kam. Mr. Holmes konnte fliehen, nachdem er die Wassermühle, die ihn als Unterschlupf diente, in Brand gesetzt hatte. Bei Redaktionsschluss standen noch keine weiteren Details fest. Scotland Yard möchte sich dazu noch nicht äußern. Weitere Einzelheiten höchstwahrscheinlich in der morgigen Ausgabe. Die Zeitung von heute. Mrs. Hudson hat sie wahrscheinlich früh am Morgen hier hingelegt. Auf der Titelseite die Ermordung von Baines. Die Nachricht hat sich schnell verbreitet. Der arme Mann wurde aus nächster Nähe erschossen. Er hat lange an Holmes festgehalten und das hat ihn wohl das Leben gekostet. Wir denken, dass wir die Menschen um uns herum, die uns nahestehen und die an unserem Alltagsleben teilhaben, gut kennen. Eltern, Kollegen, Gefährten, Freunde. Dann passiert etwas Unerwartetes. Und die Scheuklappen, die wir so lange getragen haben, werden uns von den Augen gerissen. Und genau in diesem Moment erkennen wir schließlich das wahre Wesen derjenigen Menschen, die uns am meisten bedeutet haben. Im Falle von Holmes frage ich mich, was hat den Mann, den ich so lange für ehrlich und loyal gehalten habe, dazu veranlasst, sich zu solch barbarischen Verbrechen und einem derart kaltblütigen Mord hinreißen zu lassen? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber eins ist sicher. Bis heute hatte ich einen Freund. Was war das für ein Geräusch? Es kam aus der Wohnung, da bin ich mir sicher. Das ist wahrscheinlich ein Geräusch aus dem Zimmer von Holmes. Da ist jemand. Holmes! Ich weiß, dass Sie da drin sind! Holmes! Öffnen Sie sofort die Tür! Ich denke nicht, dass ich das tun werde. Sagen Sie mir die Wahrheit, Holmes. Ich muss es wissen. Sie haben kein Recht, mir die Wahrheit vorzuenthalten. Na los! Es tut mir leid, Watson. Öffnen Sie die Tür, oder ich breche Sie sofort auf! Wie Sie meinen. Es ist nicht abgeschlossen. Sie lassen mir keine andere Wahl. Polizei, öffnen Sie die Tür. Was? Hat es nur so weit kommen können, Holmes. All die Jahre der Freundschaft und des Respekts, des Vertrauens.
Nach all dem, was wir gemeinsam durchgemacht haben. Und sie haben mich die ganze Zeit getäuscht. Verdammt. Hätte ich doch all ihre schändlichen Lügen durchschaut. Aber jetzt ist es vorbei. Es ist alles vorbei. Nach so vielen Tagen unermüdlicher Ermittlungen und ebenso vielen schlaflosen Nächten beschloss ich, in die Themse-Gegend zurückzukehren, an den Ort, wo der Neffe des Bischofs starb. Es gab nur noch eine letzte Spur, der ich nachgehen konnte, einen letzten verzweifelten Versuch, um die jüngsten Ereignisse zu verstehen. Ich stieg hinab in die übelriechenden, dunklen und stickigen Tiefen der Stadt, in die Kanalisation. Die frische Brise der Themse wich dem abgestandenen, feuchten Gestank der dunklen Tunnel. Ein Schatten, durch das unterirdische Labyrinth wandelnd, gepeinigt umherwandernd in diesem nasskalten, bedrückenden Fegefeuer. Es ging mir nicht allzu sehr darum, etwas zu finden. Wichtiger war mir, einfach in Bewegung zu bleiben und irgendetwas zu tun. Wow. Wow. Was? Ich? Watson auf sich gestellt. Der einzige Fixpunkt in der sich verändernden Welt. Es fehlt mir noch Bühnentechniker, Sprengstoffexperte, Feuerteufel, Naturgesetz, Zahnliebhaber, Schlösserknacker, Auferstanden von den Toten, das Vermächtnis, Genie und Erpresser. Okay, Leute. Wow. Einfach nur wow. Hoppla! Die Leitersprosse hat sich unter meinen Händen gelöst. Die Leiter ist in einem erbärmlichen Zustand. Okay, was haben wir hier? Die Gitterstäbe sind völlig verrostet. Das wird mir weiterhelfen. Ah, wir haben ein Rohr abgerissen, um gegen ein anderes zu tauschen. Okay, an dem Rohr können wir nichts mehr machen. Draht. Was haben wir hier? Ein Boot. Ich bin auf der richtigen Spur. Wenn ich den Kanal überquere, erfahre ich vielleicht, wer dort ist. Warum ist er überhaupt in die Kanalisation gegangen? Das verstehe ich nicht ganz. Immerhin gibt es ja dafür keinen wirklichen Grund, oder? Ein Boot. Ich bin auf der richtigen Spur. Wenn ich den Kanal überquere, erfahre ich vielleicht, wer dort ist. Oder gab es irgendeine Begründung, warum... Ein Eisenring. Warum er dahin geht? Hier kann man wahrscheinlich das Wasser abfließen lassen, falls die Kanalisation vollläuft. Die Klappe ist in einer waagerechten Position und fest verkeilt. Okay. Ein Boot. Aber ich kann... So, habe ich jetzt nur eine Klappe. Oh, da habe ich was übersehen. Ich sehe etwas. Ups, Maus, will nicht so richtig. Der Stummel ist noch trocken, obwohl es hier überall feucht ist. Die Zigarette muss erst vor kurzem weggeworfen worden sein. Ich sollte vorsichtig sein. Okay. Irgendjemand ist also hier unten. Oh, und auch hier habe ich was übersehen. Ein Stück Seil, das im Wasser schwimmt. Wenn es lang genug ist, kann ich es vielleicht brauchen. Na komm. Es ist ziemlich schwer. Ah.
Eine Leiche! Der Anker hat sie unter Wasser gehalten. Wenn ich irgendwie an den Anker herankomme, kann ich ihn als Enterhaken benutzen. Wer hat hier jemanden und warum ersoffen? So. Irgendwer hat jemanden hier mit dem Enterhaken, genau. Mit der Leiche. Wer ist denn die Leiche? Okay. Hat gleich beim ersten Mal geklappt. Jetzt ziehe ich das Boot zu mir rüber. Es ist an der anderen Seite festgebunden. So kann ich es nicht auf meine Seite ziehen. Naja, brauchst du ja auch nicht. Huch. Ein alter Schal. Blut verschmiert. Was ist das? Dieses Eisenteil scheint neuwertig zu sein und sieht so aus, als gehöre es zu irgendeiner Vorrichtung. Okay. Hier sind wir jetzt drüben. Oh. Fußspuren. Jemand muss vor kurzem hier gewesen sein. Haben wir noch andere Spuren? Nee. Nee. Gott, ich bin echt ein bisschen nervös. Ich will jetzt wissen, was... Fußspuren. Jemand muss vor kurzem hier gewesen sein. Was das zu bedeuten hat. In Sherlock Holmes Spielen darf man offiziell No Shit Sherlock sagen. PS, huhu. Ey, Saito, mein Bester. No Shit Sherlock, ja. Hm. Typischer Witz von dir. Ich hätte dich ja ein bisschen früher gebrauchen können, tatsächlich. Ich hatte vorhin wieder ein Rätsel, dass deine Fähigen oder deine Fähigkeiten bedurft hätte. Irgendwie habe ich es dann alleine geschafft, aber ich glaube, mit deiner Hilfe wäre es schneller gegangen. Auf jeden Fall freut es mich, dass du wieder dabei bist. Ich weiß nicht, ob du vorhin die richtig geilen, spannenden Szenen gesehen hast. Moment, wir schauen uns erst hier noch ein Stück weiter um. Es gehen sehr, sehr seltsame Dinge hier mit Sherlock Holmes vor. Wir haben erlebt, wie er Inspektor Baines, den Scotland Yard-Mitarbeiter, augenscheinlich ermordet hat. Wir haben sehr dubiose Dinge erlebt, die er angeblich getrieben haben soll. Und wir sind dementsprechend natürlich sehr entsetzt und fragen uns, was hier vor sich geht. Und mit wir meine ich ab sofort dich ebenfalls. Du bist ab sofort eingeschossen, also mit eingeschossen. Unglaublich! Das Gitter ist neu und mit einem mechanischen Verschlusssystem versehen. Oh yeah, geil. Oh yeah, geil. Oh, sowas liebe ich. Sowas lieb ich. Okay, ich glaube, ich muss es mal zurücksetzen. So wird das hier nichts. Nee, Moment. Ha. Ich muss bestimmt so anfangen. So. Dann hier hin. Dann dorthin nämlich. Da, ja, haha, seht ihr? So geht das. Bam! Ach, Kacke, das geht dann direkt weiter. Okay, ihr wollt es wissen, ihr sollt es von mir gezeigt bekommen. Ah, Moment, vielleicht so. Dann hierhin, dorthin. Ja, sieht doch gut aus. Sherlock Holmes war noch nie ein netter Charakter, aber er merkt... nie etwas ohne Hintergedanken, schreibt Saito. Ja, da hast du durchaus nicht ganz unrecht, jedoch dieses Verhalten war schon äußerst dubios. Und das mir jetzt logisch zu erklären, dass das typisches Holmes-Verhalten eigentlich nur war und dass er da einen tieferen Hintergedanken hatte, wird auf jeden Fall eine harte Nuss sein. Beziehungsweise bin ich sehr gespannt, wie diese Erläuterung aussieht.
Bam, ich bin einfach gut in solchen Rätseln. Genug offen. The Legend of Zelda gespielt, wo genau solche Rätsel gerne mal Komm vorkommen. Komm schon, John. Nur Mut. Eben, John. Nur Mut. Und gleich nochmal. Na, wie gefällt dir das? Oh. Und wie fühlt sich das an? Das hat dem sicher nicht gefallen. Haha, dem zeigen wir's. Mal sehen, ob ich einen Rücken brechen kann. Holmes. Ich bin so froh, Sie zu sehen, Watson. Juhu! Ja! Er lebt! Jetzt müssen die bösen Jungs richtig aufpassen! Ihr fandet ihn vorhin scheiße! Großvater ihr lebt. Habt die Putze verprügelt! Er ist doch ein cooler Typ. Ich hab's doch gleich gewusst. Oh oh, das wird Ihnen noch leid tun. Mein Großvater ist einfach klasse. Ja, und mein Großvater hat ihn gerettet. Lies weiter. Und jetzt sind es plötzlich die Enkelkinder. Sie sind am Leben. Ich weiß nicht, ob ich deswegen Erleichterung oder Bedauern verspüren soll. Watson, mein Freund. Sie sind nicht gerade in einer guten Verfassung, Holmes. Sie auch nicht. Sieht nicht so aus. Können Sie gehen? Nicht ohne Ihre Hilfe. Warum haben Sie Ihren eigenen Tod vorgetäuscht? Und wer sind diese Männer? Ich muss die Ermittlungen fortführen. Alleine. Watson, ich bin unschuldig. Ich bin kein Komplize dieser Männer. Sehen Sie mich doch an. Würde so Ihr Anführer aussehen? Bin ich in einer Position, in der ich Befehle erteilen könnte? Mir fällt ein Stein vom Herzen. Na, mein Gott, bin ich erleichtert. Aber wie... Curare, Schierling, einige indische Pflanzen und Schafsblut, um den Eindruck zu erwecken, ich sei tot. Und für die Sterbeurkunde ein Pathologe, der mir noch einen Gefallen geschuldet hat. Holmes, ich wollte eigentlich wissen, was... Ich werde Ihnen alles erklären, mein Freund. Aber wir müssen von hier verschwinden. Ja, machen wir uns auf den Weg zurück in die Baker Street. Stützen Sie sich auf mich.